Bam. Zeit für Bewegung am Arsch. Ich habe mich heute schon genug bewegt. Eigentlich will ich gerade hauptsächlich zu mir zurück, damit ich mich porten kann. Ja. Da. Oh, hi, Entschuldigung. Ich wollte nicht in dir porten. Tut mir leid. So. Bis 30 brauchen wir, glaube ich. Ach, 5 Level schaffen wir. Müsste auch nochmal Samen kaufen, damit ich die Tomate anpflanzen kann. Das machen wir vielleicht morgen. Die doofe Schildkröte. Braucht ja, die sind immer nur 6, das ist ein bisschen wenig. Die blöde Schildkröte braucht ja jetzt keine Gurke mehr, sondern eine Tomate. Ich muss ehrlich sagen, ich hoffe, dass meine Tomaten was werden. Damit ich im Sommer auch Tomaten habe. Aktuell bezweifle ich das noch ein bisschen. Was? Welche sind die Tomaten? Die großen. Nee. Oh, das ist Schnee. Huch, da ist ein Monster. Oh ja, Bohrer. Weil sie müssten halt eigentlich langsam aber sicher echt raus. Aber es ist halt echt noch sackenkalt draußen. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass sie mir da draußen erfrieren. Magst jetzt nicht aufhören zu bohren. Aber wir gehen halt langsam der Platz aus in diesen Anzuchttöpfen. Genauso wie meinen Paprikan und den Gurken. Du weißt den Weg zu mir. Ja, natürlich. Ich schick dich auch im Labyrinth erstmal vor. Nee, mach mal nicht. Warum verliere ich eigentlich keine Gesundheit heute? Hat das einen Grund? Zack, zack. Ja, so ein geiles Tomatenbrot mit Butter und roten Zwiebeln. Wäre schon geil. Hast du eigentlich schon Zelda gespielt heute? Ich glaube schon 5 oder 6 Stunden. Achso. Okay, deswegen warst du so wenig ansprechbar auf WhatsApp. Ja. Okay. Also okay, jetzt geht nicht mit Rocket League. Das ist voll schön gemacht jetzt mit dem Schnee hier. Irgendwo 18. Ich habe nur 2 Softball und einen Monster. Ich habe mir heute Gummibärchen gegönnt. Azurit. Okay. Peridot. Okay. Ich spiele jetzt wieder. Wie ist es denn? Okay. Ich glaube, es ist gut.
Nimm zwei Softbonbons, mochte ich by the way nie. Ja, das sind ja die zum Kauen, die was diese Flüssigfüllung innen drin haben, richtig? Die fand ich immer eklig. Du kannst ja... Achso, nee, das geht nicht mit dem Sound. Ich meinte nur, du kannst dir die... die Docking Station eigentlich nehmen und den Fernseher anschließen. Aber du kannst ja nicht mit Sound spielen. Und das ist fucking viel Arbeit, wenn die spielen mit Sound. Du musst einfach nur ein HDMI-Kabel ausstecken. Das ist so viel Arbeit. Du musst nur das HDMI-Kabel ausstecken. Ah nee, halt, du musst ja auch den stecken. Okay, nein, vergiss es. Ist mehr Arbeit. Eklig. Ich bin... Achso. Aber das Lustige ist, ich mochte den nicht, weil die dieses, den flüssigen Kern haben. Aber Bubble Tea mag ich. Oh, ich mag die mit zwei Dingen. Flüssig scheiße. Du hast deinen Mund spritzt. Der ist lecker. Nee, ich mag das nicht. Blah. Aber ich mag allgemein so Lutschbonbons nicht. Endlich. Ich würde gerne mal so einen Green Force Thunfisch essen, habe aber nie was Passendes in der Nähe gefunden. Ich glaube, unser Edeka hat die auch noch nicht. Die lutscht ja nicht, die kaust du. Ja, aber da ist halt der Nachteil, dass sie eben diese Flüssigfüllung haben, was ich an denen nicht mag. An den anderen nimmt zwei, mag ich es nicht, dass man sie lutschen muss. Ich esse auch keine Kaugummi zum Beispiel, weil ich die nicht mag. Sie lutscht also nicht gerne. So, so. Alles, was ich sage, kann und wird nun gegen mich verwendet. Deswegen sage ich nichts. Aber Fisch möchte ich wirklich eine brauchbare Alternative haben. Ja, ich habe auch noch keine gute Alternative für Fisch gefunden. Für Salami teste ich morgen und für Bacon teste ich morgen. Aber... Es soll aber einen extrem guten Räucherlachs bei Aldi geben. Aldi oder Lidl. Ich verwechsel die zwei immer. Der soll richtig lecker sein. Also veganen Räucherlachs. Ich habe aber selber noch nicht gefunden. Ich hätte heute mal in den Lidl. War das ein Aldi? Ein von beiden. Hätte ich heute mal reingehen können eigentlich. Bei dem Lidl, den ich da habe, der ist relativ klein. Ich mag leider nur gebraten. Lachs. Kann ich auch verstehen. Ich finde Lachs in all seinen Formen geil. Schatz? Ja? Magst du Chips? Früher oder später sicher. Bitte? Weil ich noch welche habe und ich habe zurzeit keinen Chipshunger und sonst liegen die da Ewigkeiten offen rum. Danke. Bitte. Fischstäbchen, aber sind ja schon langsam echt gut. Ja, Fischstäbchen geht super. Eine super Alternative schon. Von Iglu, glaube ich, sind die sogar. Die schmecken halt wirklich wie Fischstäbchen. Ach, ich bin jetzt bei 30. Jamu! Fischbestände, nicht Fischstäbchen. Ups. Oh ja, hast recht. Aber ändert nichts daran, es gibt geile Fischstäbchen von Iglo. Richtig geile Fischstäbchen. Halt's Maul da oben. Jesus! Dennis, hallo! Hi, Dennis. Richtig kritische Fischstäbchen in Europa. Na, ich habe das halt... In meinem Kopf hat das Sinn gemacht.
Lasst mich in Ruhe. Mann, ey. Weil wenn du in Fischstäbchen ist ja Fisch drin. Und nachdem die Fischbestände eben so kritisch sind, hat es für mich in meinem Kopf Sinn gegeben. Dass Fischstäbchen kritisch sind. In Fischstäbchen ist ja Fisch drin. Jesus, 23, ja. Wenn du Ausrufezeichen Quote machst und den Satz nochmal hinschreibst, dann kannst du es sogar als Quote einfügen. Brauchte ich als Hintergrundbelauschung. Ich mag diese ja keinen Putzlappen mehr anfassen. Oh Gott, fühle ich. Meine Küche schaut aus wie Sau und ich muss sie noch... Ad-Quote, sorry. Nicht Ausrufezeichen-Quote, Ausrufezeichen-Ad-Quote natürlich. Ich bin dämlich und kenne meine eigenen Commands nicht. Sorry. Genau, meine Küche schaut aus wie Sau und ich muss sie heute noch sauber machen. Zusammengeschrieben, Ad-Quote. Gleich hab was. Warum hat er mir denn das nicht ge... Okay, warte. Dem gehen wir jetzt kurz auf den Grund. Kann sein, dass ich da noch eine falsche Einstellung drin habe. Wenn ja, shame on me. Commands. Das habe ich nicht hier drin. Quotes habe ich im Internet. Ich mache das übers Internet. Gibst du mir jetzt bitte meinen Internet-Tab? Meine Küche war es aber, dann habe ich gerade das Kochen angefangen und ich bin so chaotisch wie Andi in der Küche. Bei mir kommt es immer ganz drauf an, was ich koche. Und ob ich nach Rezept koche oder ob ich nach frei Schnauze koche. Wenn ich frei Schnauze koche, bin ich wahnsinnig chaotisch, wenn ich nach Rezept koche, nicht. Ich mach's jetzt einfach so. Und edit natürlich bei Yoshi. Jetzt müsste eigentlich mit Ausrufezeichen, Quote. Oh. Alter. 8. Ha! Genau. Aber warum? Warum geht das? Nein, ich will. Warum geht das nicht? Egal, wir spielen weiter. So. Oh, ja. Trinken einmal. Ich bereite eine Tomatensauce für eine Lasagne vor. Freischnauze natürlich. Tomatensauce kann man aber so geil freischnauze machen. Das sind die meisten Rezepte, die in dem Buch stehen, nicht gut genug. Kacke. Ach, da wäre ein Loch gewesen. Ach, scheiße. Ja. Grund, diese Gebore, ich kann nicht mehr. fühle ich. Viel Spaß auf dem Balkon. Ist ja schön, dass die Höhle geschlossen ist, aber deswegen muss ich trotzdem raus. Und natürlich habe ich wieder was Weißes an. Das war weiß. Ja, das ist ein Anfängerfehler. Du kannst auch bei einer Tomatensauce nichts Weißes anziehen.
Immerhin 295. Aber das ist jetzt einfach T-Shirt mit Geschmack. Oh, Azurit habe ich noch nicht gespendet. Geiler Scheiß. Gebe ich auch mal da rein. Habe ich eh schon. Peridot kann ich verkaufen. Monster Essenz kann da rein. Silbererz nicht. Das nehme ich einmal. Und... ich habe keine... habe ich Kohle dabei? Ich weiß es nicht. Habe ich dabei. Okay. So. So. Den verkaufe ich. Ja. Den Peridot kann ich verkaufen, genau. So, jetzt gießen wir noch einmal schnell, beziehungsweise wir ernten das einmal, die Radieschen. Wir müssen auch beim Gemischtwarenladen heute vorbeischauen. Damit wir Tomaten kaufen, vielleicht auch Dünger und sowas. Damit wir Tomaten anpflanzen können. 8 Stück. Hase? Hast du mal Frame-Einbrüche bei Zelda? Nee, bei manchen Orten einfach. Hat er bis jetzt noch nicht gehört. Daniel fragt nämlich. Okay. Ich habe es entweder mit dem Knoblauch etwas übertrieben. Rico könnte sterben. Man kann mit Knoblauch... nein. Es gibt nie zu viel Knofi. Das ist ein Gerücht. Ich habe bei Games ja gehört, dass bei gewissen Orten FPS einsacken können. Ach so. Vielleicht ist es auch wieder personenabhängig. Da! Jetzt renne ich wieder durch den Scheißgarten durch. Weil ich das jedes Mal vergesse, dass ich unten rum muss. Das wäre jetzt auch Quatsch. Ich muss ein zweiter. Dammit. Es war ein Versuch wert. Nein, ich bin immer noch eins. Müssen wir mal eins weiter. Oder? Nee. Es ist einfach da oben. Ich bin so doof. Die Hardware ist halt auch etwas in die Jahre gekommen bei der einer anderen Switch, denke ich mal. Ich sage, vielleicht ist es personenabhängig. Ach, die haben noch nicht. Doch, die haben auf. Oh. War gerade zu doof, die Türklinke zu treffen. Prozess, Geode oder Sarg. Zack. 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 So, da ist doch jetzt hoffentlich die letzten 4 Dinger dabei, damit ich das ans Museum spenden kann. Damit man mal mit irgendwas hier weiterkommt. Ich muss auch Wataru, nicht Wataru. Bei mir heißt es einfach Wataru. Aber gibt's nicht sogar einen da? Gibt's nicht sogar einen? Es gibt sogar einen Wataru. Waku. Er heißt Waku.
Waterloo. Ja, 1, 2, 3, 4. Einen Sprinkler, jawoll. Ja. Brauche ich eh. Ich habe mir halt morgen den Test zu Zelda bei GameStar angeguckt. Ich würde tatsächlich immer bei sowas, wir spielen immer eher auf Let's Play gehen. Ich würde immer erst in den Let's Play reingucken, bevor ich mir solche Tests durchlese. Hey G, was hast du vor? Ich bin ja meine Gegenstände zu spielen, nicht sicher, was mache ich noch? Ah, oh, das bin ich. Nicht sicher, was mache ich nochmal hier? Lass mich hier erwischt, ich wollte einen Museumsraub durchführen. Ja, das ist die perfekte Antwort, natürlich. Sehr schön, lassen Sie mich einen Blick darauf werfen, was Sie gerade gespendet haben. Können wir uns bitte duzen? Ich fühle mich so alt. Ja, ein weiterer großartiger Artikel von der lieben Chi. Fehlt hier noch? Ach nee, da habe ich auch schon was. Hey, Moment mal. Ich glaube, das ist der letzte Gegenstand, den wir brauchen. Ihr habt genug gespendet, damit wir die Pickstarter-Kampagne starten können. Oh nein, ich muss so viele Leute anrufen. Pickstarter! Ich muss Macy und Millie kontaktieren. Ich muss auch mit Lilly sprechen. Soll ich auch mit dem Bürgermeister reden? Oh, ich muss das Museum putzen. Wer kann am besten putzen? Ich bestimmt nicht. Und dann muss ich ganz ruhig. Was? Oh, es tut mir so leid. Ich habe nicht gemerkt, dass ich geschrien habe. Lass mich ein paar Mal tief durchatmen. Rein, raus, rein, raus. Ich glaube, es sollte ja ein, aus. Nicht rein, raus, rein, raus. Kann er bitte nicht übers Putzen sprechen? Danke. Ja, er kann es nicht. Sieht so aus, als wäre Charles' Meditationsstunde noch ziemlich nützlich. Okay, du hast in der... Das war keine Meditationsstunde, mein Freund, wo du rein, raus gelernt hast. Hin und wieder gucke ich da auf deren Kanäle auch vorbei und gucke es... So, das war SLP, der YouTuber gestern schon so viel vor... Ah ja, der war für so einen allgemeinen Überblick nicht schlecht, aber wenn du es wirklich vorhast zu spielen, dann schaue ich immer auf Let's Plays. Wie Sie wahrscheinlich wissen, habe ich eine Menge zu tun. Also werde ich mich gleich daran machen. Ich muss mit allen Beteiligten sprechen und die Räder ins Rollen bringen. Wir haben das meiste Nötige erledigt, aber die Bilder von Macy werden mindestens einen Tag brauchen, denke ich. Vielleicht sogar mehr. Wisst ihr was, warum schicke ich euch nicht einfach eine Mail, wenn wir bereit sind, die Kampagne zu starten? Ich bin mir sicher, dass du mit anderen Dingen beschäftigt bist und ich habe schon viel von deiner Zeit in Anspruch genommen. Es gibt so viele Dinge zu tun. Nochmals vielen Dank, Chi. Für manche kann rein raus meditativ sein. Solange es neben meditativ auch befriedigend ist. Suche. Belohnung. Belohnung beanspruchen. Ja. So. Das tippen wir auf an. Jetzt. Hoppala. Gamester verschafft mir nur einen groben Einblick ins Game, benutze ich es denn. Ja, dafür ist es super. So, das kann ich dann wieder verkaufen. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Gemischtwarenladen. Zu Sam's. Und kaufen Tomaten. Weil ein bisschen Geld habe ich ja. Ich brauche bloß 8 einkaufen. Radieschen, Weizen, Tomaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dünger. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Oh. Ananaskuchen. Melonen. 12 Tagen. Machen wir noch ein paar Paprika. Und Game 2 ist auch gut dafür. Ja, stimmt. Game 2 ist auch sehr gut dafür. Jawohl, noch. Nochmal Samen.